Ja, moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Und heute hat Epic Games nochmal ein kleines Update-Release, und zwar das Inhaltsupdate Nummer 2. Wir haben ja letzten Sonntag auch schon eins bekommen. Und ja, ich bin mega gespannt, was das Ganze so beinhaltet. Das Ganze möchte ich euch natürlich in diesem Video jetzt zeigen. Aber bleibt einfach bis zum Ende dran, denn ich habe das kleine Item schon unten rechts in der Leiste. Ihr seht es, und ich werde euch gleich zeigen, was das Ding so machen kann. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, lasst gerne ein Abo da, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Ich bin nämlich sehr, sehr aktiv und versuche jeden Tag neue News zu bringen, falls es etwas Neues gibt. Deswegen einfach mal gönnen, natürlich ein Abo da lassen, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen und natürlich die Glocke aktivieren. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, unterstütze mich nochmal kostenlos als Creator mit dem Creator-Tag METE-8 im Fortnite-Gegenstand-Shop. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Wie ihr auch schon eben hören konntet, hat Epic Games soeben ein neues Update veröffentlicht, und zwar das Inhaltsupdate Nummer 2. Und ich sage euch ganz genau, was in diesem Update beinhaltet ist. Und zwar, was ist neu? Beschaltet dem neuesten Gegenstand für Battle Royale ordentlich die Nachbarschaft. Die Boombox ist jetzt im Spiel, dreht das Teil auf und werft es auf gegnerische Gebäude, um ihre Verteidigung einzureißen. Ja, und ihr habt schon gehört, um die Verteidigung der Gegner einzureißen. Und deswegen baue ich mir immer so eine kleine, ja, ich sag mal provisorisch Burg. Ich würde sie jetzt nicht als Burg betiteln, aber ich möchte einfach mal zeigen, was das Ding so machen kann. Das Ding habe ich nämlich unten schon in der Leiste, kann aus dem Automaten gezogen werden, aus Loot Drops und so weiter. Und ja, also die Waffen und Gegenstände ist eine Boombox, aktiviert diesen Gegenstand und um mächtige Schallwellen loszulassen, die Gebäude in einem größeren Bereich Schaden geben. Neu gebaute Wände im Wirkungsbereich der Boombox werden mit jeder Welle zerstört, schießt auf die Boombox und schon endet ihr Effekt. Also, wir haben diese Boombox, das war jetzt nicht das, was ich wollte, und zwar, wir haben diese Boombox hier in der Hand, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Wenn wir das Ganze hier reinwerfen, kommen natürlich Schallwellen und ich glaube, das Gebäude sollte zerstört werden. Ihr merkt es, richtig freshes Teil, immer wenn der Bass knallt, geht irgendwas kaputt, das ist doch mal mega heftig. Und wenn du hier etwas Neues baust, geht das auch wieder kaputt. Also das ist auf jeden Fall eine richtig heftige Möglichkeit, Gegner hier irgendwie zu rushen und so. Das ist richtig, richtig, ihr seht es einfach, ihr habt gar keine Chance, das Ding macht alles immer wieder kaputt. Ihr könnt nichts bauen, egal was ihr baut, geht das Ding macht es einfach wieder kaputt. Zack, ist der Effekt schon weg. Also ich meine, die Boombox ist jetzt auch kaputt gegangen, die Boombox ist weg und ja, ihr könnt wieder ganz normal bauen. Also ich muss sagen, es ist schon ein Gegenstand, was wirklich sehr, sehr OP sein kann. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das Ding richtig Spaß machen wird beim Rushen. Ich meine, es gibt ja so gewisse Gegner, die einfach die ganze Zeit Sachen bauen und ihr könnt einfach nicht gegen ankommen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit von Epic Games, da mal etwas gegen zu machen. Ich werde jetzt mal ganz, ganz hoch bauen. Ich bin mal mega gespannt, wie hoch oder wie lange das Ding hält und was für ein Gebäude damit zerstört werden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Epic Games versucht hat, das Teil nicht so OP wie möglich zu machen, aber ob denen das wirklich gelungen ist, weiß ich nicht. Ich persönlich finde das Teil mega, also ich finde es geil, mich freut es. Die Boombox ist einfach eine sehr, sehr coole Sache und ja, wurde auch noch nicht in den Gamefights oder so gefunden, ist etwas komplett Neues, deswegen war es umso geiler. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber das war noch gar nicht alles, denn wir haben wieder einen neuen Spielmodus bekommen. Ja, warte mal, wir haben jetzt diese Boombox hier fertig, ich nehme mal hier so zwei Ballons, damit ich wegfliegen kann. Ich baller mal die Boombox jetzt in die Mitte und guckt euch das mal an. Guckt euch das mal wirklich an, also Metall zerstört natürlich ein bisschen langsamer, ist natürlich klar, aber ich meine so Holz und Stein und sowas geht sehr, sehr schnell kaputt. Ihr seht es hier, also da das hält nicht so viel aus. Ne? Also ich finde, es ist nicht zu stark und nicht zu schwach. Natürlich Stein und Holz geht natürlich schnell kaputt, aber ja, Metall hält so umso länger. Also nur noch Metallfarm, ihr seht es hier, zack, ist das komplette Gebäude schon runter. Ist eine richtig coole Möglichkeit zu rushen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber ich finde das Ding einfach mega. Ist natürlich klar, dass einige von euch jetzt sagen werden, das Ding ist richtig, richtig OP, aber Leute, so ist es einfach. Ja, dann steht hier noch Fertigobjekte, 8 Eisschloss-Fertigobjekte und 5 Eisschloss-Galerien mit schneebedeckten und schneefreien Varianten. Das ist wahrscheinlich für den Kreativmodus gedacht, so wie ich es jetzt sehe, genau. Und sehr, sehr cool, könnt ihr euch auf jeden Fall auch gönnen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ich bin mega gespannt natürlich. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, was ist von diesem Video. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, dann sehen wir uns im nächsten Video. Sag ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.